Hallo zusammen und willkommen zurück bei Avengers. Herausforderung angenommen, zum Haupthangar begeben, um nach dem Initiatorkern zu sehen. Da haben wir aufgehört und da machen wir jetzt auch genau weiter. Tony begibt sich mal hier voran. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey Tony, ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Ihr wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Ah, ja. Nein. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter und kümmern uns um die Initiatorkerne. Ich bin Phil Shelton und melde mich live. Panzerung. Gucken wir mal direkt. Ein bisschen was hat er, ja? Echt, wenn ich die ausrüste? Wird's besser? Gut. Ups. Nee. Okay, da wird er schlechter. Das können wir dann schon mal verwerten. Heldenbewertung geht hier runter. Nahkampfwertung geht um 10% hoch. Das lasse ich jetzt erstmal. So, hat er einen Fähigkeitenpunkt gehabt. Sammlung, Herausforderung, Fähigkeiten. Da geht auch was. Was haben wir denn hier für Optionen? So, Signature Luftangriff. Halt in der Luft X, um einen Sturzflug zu machen. Gegner in der Luft am Boden zu schleudern beim Aufprallen. Okay. Hört sich gut an, das nehme ich direkt. Moment, hat das nicht vorher funktioniert? Na, guck doch mal. Hallo? Sag mal. Okay, Jarvis. Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh. Ich bin etwas eingerostet. Da unten? Okay. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Das Kistchen nehmen wir auch mal mit hier. Sachkundiger Funke, Ausrüstung, da schauen wir direkt rein wieder. Hm. 13% Chance, dass Angriff auf Schwachpunkte einen Helden, Ladungschauffeurfähigkeiten. Ich finde aber, dass die Nahkampfwertung dafür 9% runtergeht, das ist es mir gerade nicht wert. Oh ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Dann lösen wir es mal. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment, haben die größeren Aimbots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Ja,
hatte gerade das Gefühl, dass die... Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache... Bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Dass die Sprachsynchron nicht ganz mit den Lippen übereinstimmt. Aber die anderen Töne, die passen ja. Scheinbar haben sie es nicht ganz sauber synchronisiert. Eigentlich schade. Nee, gut. Muss man jetzt mal so zur Kenntnis nehmen. Irre Aussicht. Gucken wir mal, wo ist denn das Mädel da? Oben müssen wir erstmal wieder hin. Eigentlich hier? Nein, er kann hier nicht fliegen. Auf dem Weg dahin finden wir noch mal eine Kiste. Ausrüstung. Gucken wir nochmal. Das war das mit der Abwertung. Handschuhe. Helmwertung geht 7% runter. Aber Nahkampf geht ein bisschen hoch. Das möchte ich. Ups. Mehr. Immer hier. Bisschen blöd gemacht. Verwursten wir erstmal den anderen Kram hier. Da haben wir einen besseren Schild. Heldenwertung geht ein bisschen runter, aber Nahkampf und alles, das geht hoch. Das finde ich gut. Ah ja, er kriegt ja noch laufend. Achso, das sind die Sachen, die ich jetzt verwertet habe. Er kriegt ja laufend noch was zu. Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Dahin. Yep. Falsche Richtung. Da ist die Treppe. Dann betrete ich jetzt also das Zimmer eines Teenagers. Wow. Hey. Tut mir leid. Klopf doch an. Ich hab's versucht. Das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crewquartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du? Mann. Nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Matuas Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster? Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Burkini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt du? Das ist cool. Ich denke, ich sollte was anderes anziehen. Warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einem ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Mhm. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. Dann gehen wir mal runter. Wo ist die Treppe? Hier vorne. Gucken wir mal. Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung... Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer.
Okay. Endlich daheim. Ja, oder so ähnlich. Science Lab, okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier links was rum. Boah. Läuft wie ein Anschlusswendeauto. Dann benutzen wir mal die Konsole. Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald Sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Gut, gut. Dann gucken wir mal. Dass wir hier, hoppala, eine hübsche neue Rüstung bekommen. Schauen wir mal. Macht ja gerade noch so richtig Sinn, da die Rüstung so ein bisschen hoch zu pushen. Ausrufezeichen. Die zerlegen wir. Pech. So. Was haben wir denn hier alles? Helicarrier, da sind zwei Missionen, das sind aber jetzt keine wichtigen Avengers. Ihr wisst schon. Naja. Ein großes Stück Wüste, in dem es von AIM wimmelt und wo der Ameisenhügel liegt. Das Hauptquartier der Resistance. Das nehmen wir. Und da geht es hin. Rüstungsjagd. Ich hoffe, dass jetzt dieser Abschnitt auch nicht so ewig dauert, denn sonst kommen wir mit der Folge wieder über die geplante Zeit. Wir haben ja jetzt schon wieder fast eine Viertelstunde einfach hier in der Chimera verbracht. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Jo. Wenn das doch so ist, dann ist das so, ne? Inventarspind, der sagt nach wie vor, hier ist nichts drin. Charaktermenü. Kosmetikkram da. Ach, guck mal. Da wurde zumindest diese Rüstung ja freigeschaltet. Die tragen wir ja auch. Sammlung. Gut, der übliche Kram hier. Die. Keine Ahnung, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Laufende Herausforderung. Läuft. Aber wir wollen uns ja jetzt hier nur um die Kampagne kümmern. Alles andere können wir dann später mal nachfüllen. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen.
Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens zwei. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Kurz umschauen, ist hier ich irgendwas... Weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Ja. Alles klar, beeilen wir uns. Bin ja schon auf dem Weg. Oh. Interessant, wie viele AIM-Systeme große Ähnlichkeit mit ihren Entwürfen aufweisen. George war noch nie originell, aber dadurch sind sie kompatibel, was praktisch ist. Ui. Die metaphorische Uhr tickt, Sir. Ich weiß, Kumpel. Die Kamera muss starten, bevor AIM sie findet. Und ich brauche eine anständige Rüstung. So. Weißt du, ich müsste keine Teile schnorren, wenn Bruce mich vor 5 Jahren unterstützt hätte. Wie viel Feuerkraft hat er da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Ja, ich sollte mir nicht so viel Zeit hier lassen. Das ist witzig. Mach die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Was denn? Wo denn? Da! Oh! Hey, ihr seid ja richtig böse hier. Hoila! Bin ein bisschen verschwenderisch mit meiner. Ganz klassisch. Ein Aufzug.
Leo Force. Schiff und hauen ab, bevor Aim große Geschütze auspackt. Authorized. Okay. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tarleton würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir. Na, komm. Das Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Ich weiß nicht. Ich finde diese Ansammlung gelagerter Waffen verstörend. Haben wir schon die Position des Landungsschiffs? Leider nicht. Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Scan läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlasten und den direkten Weg nehmen. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Goose, und spiel was Schnelles. Wow! Wow! Alter Schwede. Ja, hab ich gemerkt. Ist alles, was ich noch besitze, nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Ich werde sie nicht aufgeben. Runter mit dir. Alter, gehst du runter. Denkt fest. Die Handschuhe machen komische Geräusche. Kein Wunder, sie haben einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Alle Systeme sind rot. Was du nicht sagst. Ich glaube, meine Ellenbogen brennen. Kann er landen? Nein. Das Landungsschiff fährt hoch. Weiter, Sir. Jarvis, jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleinen helfen und ganz ehrlich, es Georgie Boy zeigen. Natürlich mache ich weiter. Wolle. Vorsicht, Ihre Artillerie visiert Sie an. Achtung. Okay. Sir, ich habe das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Ausgezeichnet. Sehen wir jetzt nach den Kindern und dann ab nach Hause. Okay. Missionsbelohnung, experimenteller Mark III Repulsor. Okay. Rüstungsjagd. Erledigt. Hört ihr mich? Laut und deutlich. Bruce ist im Harmraum und tut so, als wäre er... Ich will's gar nicht wissen. Und hattest du Glück da draußen? Klar. Bald haben wir alle neue Outfits. Die Fertigungsmaschine dürfte im Handumdrehen wieder laufen. Klasse. Ich kann's kaum erwarten, Bruce eine neue Yogahose zu machen. Da wird Bruce sich freuen. Darum kümmern wir uns dann im nächsten Video, wenn wir mit der Kampagne weitermachen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.